Herzlich willkommen bei Martin macht's. Ich bin der Martin und wenn du gerne anderen Leuten beim Arbeiten oder beim Basteln zuschaust und vielleicht noch Spaß dabei hast, wie das ein oder andere schief geht oder aber auch ein richtig geiles Projekt wird, dann bist du bei diesem Kanal genau richtig. Weitere Informationen gibt's nach dem Intro. So, und was werden wir tun? Wir werden eine ganze Menge tun. Hier stehen wir gerade jetzt bei mir in meiner kleinen, aber beschaulichen Werkstatt. Die Werkstatt ist ein kleiner Raum, abgetrennt in einer riesengroßen alten Scheune. Hier ist also auch nichts isoliert, deswegen habe ich hier auch nur die Mütze auf, weil es ist bei uns gerade arschkalt. Es ist nämlich ein Winterintro, könnte man quasi sagen. Der Heizer läuft, den braucht man hier auch. Tja, und diese Werkstatt, die muss zum Beispiel noch komplett umgebaut werden. Wie ihr seht hier noch einen Haufen Krusch. Das sieht alles ein bisschen unordentlich aus. Das sind einfach offene Regale, ohne System, ohne alles. Die Decken sind unverkleidet, ich zeige es euch gleich mal, die Wände ist alles noch. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, ich möchte die Werkstatt noch ein ganzes Stück vergrößern. Das heißt, sie soll doppelt so groß werden. Wie das geht, das zeige ich euch, passt mal auf. Ich nehme euch mal ganz kurz mit, wir schwenken mal in eine andere Blickrichtung und zwar genau dahin. So. Diese Wand da hinten, also diese da, die kommt komplett weg. Das ist nämlich auch nur eine einfache USB-Wand. Und die versetzen wir ungefähr so um 5 Meter in diese Richtung. Das heißt, wir haben dann unsere Werkstatt hier ein kleines Stück verdoppelt. Und das müssen wir natürlich machen. Genauso müssen wir noch machen den Fußboden. Der Fußboden ist ein gegossener Estrich und zwar so scheiße gegossen. Da ist nichts rund und ich meine nichts rund, nichts gerade und alles schief und bucklig und nicht schön und kalt. Also, Fußboden muss auch gemacht werden. Und überlegen wir mal, was wir da schick machen. Dann haben wir noch die Decke. Ihr seht, dicken, fetten, schönen Balken und die Bretter oben drauf. Das ist dann schon die nächste Etage oben. Zweistöckig die ganze Scheune. Müssen wir uns auch was einfallen lassen. Im Sommer ist es hier drin richtig geil kühl, aber im Winter, so wie jetzt gerade, richtig schweinekalt. So, ich nehme euch noch mal ein Stück mit wieder zurück. So. Jetzt stehen wir wieder quasi mittendrin in der Werkstatt. Beleuchtungsanlage müssen wir machen. Wir müssen auch Absauganlage, die muss noch besser gestaltet werden. Ich habe bis jetzt hier so einen kleinen Staublutscher könnte man ihn fast nennen. Das waren mal zwei Kaminsauger, einer mit Motor, einer ohne Motor, dann halt den Zyklon drauf geschraubt. Ja, geht, kann man machen, funktioniert, aber A, es ist laut. Das kommt dann in den Raum da drüben hin. Also hier wird nochmal ein kleiner Mauerdurchbruch irgendwann passieren, also ein ganz kleiner, nur so ein Röhrchen. Da geht zum einen die Absauganlage rüber und das soll auch die Druckluft rüber. Das kommt auch da drüben alles hin, damit ich hier in dem Raum so meine Ruhe habe. Jo, so. Die Regale, die wandern ja dann alle 5 Meter in diese Richtung. Und da müssen wir uns dann auch was Neues einfallen. Entweder mit Schränken oder mit irgendeinem System oder keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich würde ja gerne French Cleat machen, aber jeder macht irgendwie French Cleat, oder? Kennt ihr das? Jedes zweite Video bei YouTube ist French Cleat. Ich finde das schade, weil das System ist eigentlich wirklich nicht schlecht, aber es ist totgelutscht. Ich gucke mal, was sich so machen lässt. Vielleicht fällt mir ja noch was anderes ein bis dahin. Ich habe auch schon was von Dübelglied gelesen. Habe auch ein Glied zum Dübeln. Egal. So, also da müssen wir uns was einfallen lassen, da müssen wir ein bisschen was machen. So, was machen wir noch? Wir haben draußen, das zeige ich euch heute nicht, weil es ist schweinekalt. Wir haben draußen ca. 3000 Quadratmeter Land, da muss ein bisschen was gemacht werden. Und zwar, da müssen Zäune gemacht werden, der Teich muss noch fertig gemacht werden. Ja, das ist ein riesengroßer Teich, also für mich ist er riesengroß. jeder Schifffahrtskapitän würde sagen, das ist für eine Pfütze. Da muss ein bisschen was an dem Teich gemacht werden. Da haben wir eine riesengroße Filteranlage, die werde ich euch vielleicht mal zeigen im Frühjahr. Dann haben wir ein paar Bäume, die beschnitten werden müssen. Dann haben wir noch ein paar Wege, die angelegt werden wollen und dies und jenes. Also da draußen haben wir eine ganze Menge zu tun. Und wir haben noch ca. 250 Quadratmeter Wohnfläche in unserem Haus. Und das ist ein altes Bauernhaus von 1871. Ähnlich alt wie die Scheune wahrscheinlich. Und auch da gibt es aktuell eine ganze Menge zu tun. Wir können zwar schon drin wohnen. Wir haben das Gott sei Dank schon recht gut saniert übernommen, das Haus. Aber das eine oder andere, das möchten wir anders haben und deswegen sind wir jetzt gerade zum Beispiel beim Gästebad. Das Gästebad ist komplett entkernt und das wartet jetzt auf ein neues Trockensystem, Wandsystem. Also hier Gipskarton an die Wand, neue Toilettentechnik, neue Dusche rein, neues Waschbecken, neue Fliesen, neue Tapete, alles neu. Davon werden wir aber keine Videos machen, weil ich glaube, das ist nicht so interessant. Aber da werde ich euch ab und zu auf den Laufenden halten. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein paar News und dann kann ich euch immer ein richtig geiles Foto zeigen, wie der aktuelle Stand ist oder wo ich gerade hänge. Oder vielleicht mache ich auch mal ein kleines Video, wenn ich mal zum Beispiel nicht weiterkomme. Weil, ihr wisst, ich bin kein Profi, ich bin gelernter Kaufmann für Bürokommunikation, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, ich habe zwei linke Hände.
so irgendwie. Und bin eigentlich auf euch angewiesen, dass ihr mir das ein oder andere einfach mal sagt, wie es richtig geht. Weil ich bin mir sicher, ich mache eine ganze Menge falsch. Und meine Lösungen sind also definitiv nicht die besten. Definitiv nicht. Also da gibt's, bin ich mir sicher, dass es da immer eine bessere Lösung gibt. Das sind meine Lösungen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne her damit. Ich freue mich über alles. So, haben wir noch was vergessen? Also wir haben die Werkstatt. Wir haben den Garten, wir haben das Haus. Haus muss übrigens noch das ganze Dach gedämmt werden. Das können wir alles zusammen gerne machen. Also, aber sowas würde ich nur mit Fotos machen, ist mir zu. Die Videos sind, glaube ich, nicht so interessant. Ja, und dann haben wir noch eine ganze Menge Bastelprojekte. Denn ich habe eine Tochter, ich habe einen Sohn, ich habe eine Frau, ich habe eine Schwiegermutter, ich habe eine eigene Mutter, ich habe einen Schwiegervater. Und die wollen alle was haben. Jeder, ja, ich brauche mal das und kannst du mir nicht mal das machen. Und ich möchte auch so ein Stück weit meine eigenen Skills verbessern. Das ist so eigentlich so mein Hauptziel von diesem Kanal, dass ich mich immer mehr verbessere. Und dann vielleicht mal irgendwann in einem Jahr einen Schrank baue. Weiß noch nicht, was für einen. Also jetzt kein hier für die Werkstatt, das kriegt man schon eher hin, ne? Sondern so einen richtigen Schrank. So einen Schuhschrank vielleicht. Irgendwie sowas. Das wäre so mein Ziel. Das ist mein Ziel, was ich mir gesteckt habe, für Ende 2019 einen Schrank gebaut zu haben. So. Und ihr dürft mich auf diesem Weg begleiten, ob ich es schaffe, bis zum Jahresende meine Fähigkeiten so weit zu verbessern. Das werdet ihr sehen. Am besten ihr abonniert den Kanal, wenn ihr nicht wisst, wie das geht mit dem Abonnieren. Da unten drunter, da ist so ein Button ungefähr hier. Oder hier. Oder da. Da ist so ein Button, da steht Abonnieren. Wenn er da draufklickt, ist schon mal super. Dann findet er den Kanal auch viel schneller. Und daneben ist noch so eine Glocke. Und wenn er die klickt, dann ist noch besser, weil dann bekommt er eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online ist. Also Abonnieren plus Glocke. Top. Und wenn er dann noch einen Kommentar dazu schreibt und vielleicht noch einen Daumen nach oben geht, dann habt ihr ganz schön viel zu tun, oder? So fast wie ich. In diesem Sinn, ich wünsche euch für das Jahr 2019 ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch so viele Videos wie möglich zur Verfügung stellen, dass ihr auch mal was zu gucken habt, was zu schauen habt, ein bisschen Abwechslung habt. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, euer Martin. Macht's gut. Bye, bye.